So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Omnibus 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute in Folge 11. Und das tun wir mit dem O530 Zitau Solo, zwei Türer, mit manueller Türsteuerung und einem Euro 3 ZF-Getriebe. Wie der Motor heißt, weiß ich jetzt nicht genau. Tut mir sorry. Wir fahren heute in der Cremaskottenbus Busse Lackierung. Dachte ich mir, ist ganz nice. Und wir fahren heute auf der Map Dolní Kunice. Das ist eine tschechische Map. Ja, tschechische könnte es sein. Ja. Wir steigen jetzt mal ein. Wetter wollte ich noch ändern. Reales Wetter Hannover wollen wir. Was haben wir denn hier? Oh, nichts Spektakuläres. Sagten das. Ja, naja. Dann machen wir reales Wetter Hannover wieder aus. Mache ich selbst was. So, Sichtweite. Erstmal so. Und ach egal, bestes Wetter hier, komm. Da ist wieder aus. Dann fahren die 154 heute. Von Moraveske Pranice nach Dolní Kunice zum dortigen Busbahnhof. Drehe ich hier mal an der Uhr. Ja, so ungefähr. So, dann der Gerät die Mann machen. Ja, dank dem Patch-Marathon hab ich hier keinen Atron mehr drin. Das ist mir jetzt aber. Hatte ich jetzt keine Lust mehr, das wieder zu installieren. Oh ja, das klingt gut hier hinten. In der Tat. In der Tat. So. Wir lösen die Parkbremse. Legen den Gang ein. Stellt euch mal. Rote. Das ist falsch. Zwei. Dolní Kunice, exakt. So, die habe ich schon gelöst. Ups. So, dann ziehen wir mal vor. Wiesfelde brauche ich noch. Jetzt hier auch erst das zweite Mal. Ich bin die Linie schon vor einiger Zeit einmal abgefahren. Also in die Hinrichtung jedenfalls. Die Richtung, in die sie jetzt fahren, bin ich sie allerdings auch noch nicht gefahren. Aber so, kommen Sie alle rein. Ja. Genau, Dolní Gabčej oder was dort da gesagt wird. Ja, exakt. Warte mal, das gibt Messi auf den Senkel. Hier mal kontrolliert das Ein- und Aussteigen. Dann machen wir mal. So. Nur den vordersten Türflügel, das passt mir eigentlich so am besten. So, 09 haben wir noch. Ach, kann man die Tür zulassen. Wir haben übrigens leider keine Ansagen, aber dafür einen spackenden Türflügel. Danke sehr. Geht's auch gleich los? Ja, da den Berg runter.
Der steht da gut. In der Tat. So, wie der jetzt der eifrige Zuschauer, Zuhörer mitbekommen hat, habe ich ein neues Headset bekommen. Ja. Und jetzt ist mein Mikrofon auch endlich mal nicht mehr das vom Laptop, sondern das vom Headset halt. Und das ist direkt bei mir dran. Deshalb durfte man jetzt so Geräusche wie das Mausklicken und so weiter, Lüftergeräusch, nicht mehr so intensiv hören. Ja, ja. So. Wir fahren mal ab. Hört sich das geil an. Es erinnert mich an einen Zitaro, den wir hier bei uns haben. Der hört sich exakt so an. Richtig geiles Teil. Alter Vater, ey. Irgendeine Scheiße. So ungefähr habe ich das verstanden. Er kann aber auch wie die Rohrspatzen, ey, also echt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt nichts Gutes hieß. So, und nächste Zeit ist, Branice Skola. Na, Stanübsche Stanek. Branice Skola. Okay, dieses Stanübsche Stanek war jetzt eher polnisch, aber war jedenfalls ins Polnische angelegt. Polnisch, was ich hier von mir gebe. Von da kommt nix. Da ist nix. Das ist geil. Aber die Leitplanke sieht cool aus. Hier schön verrostet, so ein bisschen mit Dreck. Sehr geil. Ist das hier Feuerwehr? Könnte sein, oder Schützenverein vielleicht. So. Vorne dann noch rechts einmal. Da hinten der Berg ist auch nicht bepflanzt. Das ist ein bisschen schade. Zur anderen Richtung hat man den weniger gesehen. Vielleicht auch, weil ich jetzt hier in eine Einbahnstraße reinfahre. Moment mal. Ja, gut. Ich würde jetzt ungern den Bus über den Bordstein schleifen, aber. Das wäre mir noch lieber, als hier jetzt gegen das Schild zu fahren, wollte ich gerade sagen. Naja, jetzt habe ich es doch mitgenommen. Aber die meckern hier echt wie die Rohrspatzen, ey. Lecko Fatzko. Läuft bei euch. In der Tat. Na dann. Ihr seid ja noch schlimmer als Manfred. Kriegt er jetzt den Schimpf Award 2015. So. Hat ihn leider der Manfred nicht gewonnen. Das ist halt schade, aber. So ist nun mal das Leben. Wir leben in einer Demokratie, da können alle Leute über verschiedene Parteien entscheiden. Ja, ja, in der Tat. Also ungefähr. So, da vorne ist dann unsere nächste Haltestelle. Ohne Haltestellenschild. Geil. Was, du möchtest Pari-Schiffe spielen oder was? Was hat sie gerade gesagt? Hallo, möchtest du Pari-Schiffe spielen? Nö, sie stellt sich in den Sitz rein. Ha. Super, ich habe immer noch vergessen, die Passenger Cabin zu ändern. Ah, ich bin ein Held. Naja, weiter geht's. Nix. Schade. Hätte man noch so ein bisschen Kleingestrüpp in der Nähe des Grabens legen können. Apropos Graben, da wäre ich fast reingefallen auf der anderen Seite. Naja. Aber auch schön hier mit den Häusern und den Überwegen, den ganzen. Durchaus kreativ gemacht.
muss man schon sagen. Echt nice. Nice, nice, nice. So, nächste halt ist Embraniche Roszelskia. Was? Kriegst du deine Tage oder also ey, ernsthaft jetzt mal. Huch, da wollte ich gerade hingucken. Ah. Okay, wir stehen mitten im Nirgendwo und hier soll eine Haltestelle sein. Ach egal. Steht keiner. Können wir weiter. Und du sau mir nicht meine Sitze voll, danke. Huch. Nächster halt ist Nowe Branice Skola. Ich meine, wir waren schon mal in ähnlichen Halten, aber okay. Völlig egal. Und wir fahren wieder durch gefühlt nichts. Schade eigentlich. Hätte man wesentlich besser machen können. Hier und da mal mehr. So, trotz abklinkender Vorfahrtsstraße müssen wir hier blinken. Ist ja vom Prinzip eine normale Kreuzung. Ne? Nur halt, dass wir eben signalisiert bekommen, dass wir hier Vorfahrt haben. In unserem Knick, ja, ja. So, Nowe Branice Skola. Wir haben 3 Minuten Verfrühung, was ist das denn? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? In der Tat. Musste ich jetzt mal ein Stückchen vorspulen, weil wegen ist so. Ja, nee. Ich habe keine Lust, da jetzt ewig und 3 Tage zu stehen. Bis Pflaumen Pfingsten. Von dem her. Links. Da ist wahrscheinlich das Nichts. Exakt. Noch schlimmer als ein Backdrop. Oh ja, hier das mit der Straße sieht doch interessant aus. Nur blöd hier, dass man da drunter gucken kann. Dass man vielleicht irgendwie abdecken können oder so. Uff, was kommt denn so weit auf meine Spur rüber? Idiot. So, nächster halt ist Nowe Branice. Direkt vor der Garage gehalten hier. Mit. So. Haben wir jetzt noch Fahrgäste? Nö, cool. Es läuft. Ey, aber eigentlich fährt es doch, weil du ein Bus bist. Sehr gut. Hier, guck mal, das sieht nice aus. Hier sind so Garagen im Haus. Gut, sie schweben zwar, weil dahinter wahrscheinlich Fenster sind, die überdeckt werden sollten. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Sollte ich mir auch mal merken. Sehr nice. Guck mal, hier ist auch wieder ein anderer Graben. Müssen wir jetzt einmal rüber gucken. Hier sogar mit so einer Rinne. Ach. Das sind so kleine Details, die eigentlich ganz... Eben dieses ständige ins Leere gucken, das macht irgendwie das. Macht die Map kaputt, habe ich so das Gefühl. Hier, guck mal, da ist schon wieder nix beim Berg. Nix. Schade. So, warte mal, was ist denn der nächste halt? Achso. Warum hat denn der jetzt nicht weitergeschaltet? Mach ich das mal selbst.
Nächste halt ist Dolny Kunice Skalny. Also jetzt nicht meine Ansagen, sprecherischen Fähigkeiten ernst nehmen. Das ist jetzt nur so, wie ich das interpretiere. Verdammt. Jetzt hat sich gerade meine Maussteuerung deaktiviert. Oh Mann, oh. Schade. Naja. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Okay, 1. Naja. Ist zwar blöd, dass es jetzt so ist, aber ist halt so, ne? So, da vorne ist dann unser nächster Halt. Jedenfalls glaube ich das. Also für die eine Seite ist da der nächste Halt. Ob für uns da auch der nächste Halt ist. Nö. Wollte keiner einsteigen und auch keiner raus. So, nächster Halt ist dann schon Dolny Kunice. Ist auch schon unsere Fahrt für heute zu Ende. Nur eine kurze Fahrt, aber ich denke mal, das ist. Oh, ich hatte einen Unfall. Nein, wirklich. Das ist. Ja. Das reicht jetzt erstmal. Also, ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn wir mal eine kurze Fahrt machen. Im Gegensatz zur Gärtenaufnahme, die einfach mal über eine Stunde lang war. So, hier müssen wir jetzt aufpassen, dass keiner von vorne kommt. Hier wird es kacke eng. Weil was heißt kacke eng? Wenn einem einer entgegenkommt, dann wird es kacke eng, aber geht's eigentlich so. Hier mal rechts hoch. So, in den interessant angelegten Busbahnhof. Nämlich hier so auf der Schräge. Kommen wir hier mal rechts. Oh, hier ganz vorsichtig, dass wir hier auf dem Bordstein uns stellen bzw. das parkende Auto mitnehmen. So. Und der Fahrplan sagt, das war's auch schon. Wir stellen uns jetzt einfach mal hier noch in so einen Bussteig. Ja, die anderen beiden werden genutzt und fahren wir einfach mal hier oben gleich in den ersten rein. Die übrigens auch, also sehen jedenfalls so aus, als wären sie barrierefrei. Ups, meine Fahrweise ist alles andere als barrierefrei. Na gut. So. Eine Frage, warum das hier barrierefrei ist. Hier fahren eigentlich nur irgendwelche tschechischen Hochflugbusse. Naja. So, hier mal Türe auf. Ah, ich stehe ein bisschen scheiße. Egal. Egal. So, und das war's auch für hier wieder von dieser Aufnahme von mir. Wie gesagt, nur eine kurze, aber ja, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Und ja, damit verabschiede ich mich von euch. Schöne Weihnachtsfeiertage noch und ja, tschüss.